Ein technischer Modellbau macht Modelle aus Kunststoff, Aluminium und Holz, die man später in der Gießerei benötigt, um Maschinenteile aus Eisen und Aluminium abgießen zu können, die man später in Maschinen, gerade wie in Druckmaschinen, verbauen kann. Der Vorteil daran, dass wir eine der größten Gießereien in Europa haben, ist der, dass wir Modellbauer auch sehen, was mit unseren Modellen passiert. Die Azubis durchlaufen in der Ausbildung verschiedene Stationen. In den Kernkompetenzen Modellbau allgemein, da fangen wir an mit Holz. Danach geht es weiter in die Mechanik, da haben wir unsere Kernkompetenzen Metall. Da lernen wir das kennen, wie man mit der Fräsmaschine umgeht, mit der Drehmaschine. Und da machen wir unsere ersten Werkstücke dann. Wir haben unsere eigene Lehrwerkstatt im Modellbau mit 8 Werkbänken. Und drüben in der Mechanik gibt es eine große Lehrwerkstatt, wo alle anderen Azubis aus sind. Ich arbeite zurzeit im zweiten Lehrjahr im Modellbau und da muss ich jetzt einfach die ganzen Übungsmodelle herstellen. Ich bekomme einen Arbeitsauftrag von meinem Ausbilder, wo ich dann das Projekt selbstständig planen muss. Da bekomme ich dann erstmal eine Zeichnung, die muss ich dann die Planung reinmachen, dann muss ich das Modell danach bauen. Da muss ich dann alles rauslesen, was ich brauche, welche Werkstoffe und wie ich das herstelle, muss ich mir alles vorher überlegen. Wenn das Modell dann fertig ist, dann kommt es in die Gießerei hoch. Wird da dann abgegossen, danach kommt es bei uns in die Mechanik und wird da dann fein bearbeitet und danach geht es zur Abgabe und dann wird es kontrolliert, ob es auch in Ordnung ist. Im zweiten Lehrjahr sind das die Kernkompetenzen CNC, Gießerei und CAD-Technik. Der CAD-Datensatz wird zu der CNC-Fräsmaschine geschickt. Diese fräst dann das Modell aus. Wir haben verschiedene Fräsmaschinen. 3- und 5-Achs-CNC-Maschinen und konventionelle Fräsmaschinen. Das Besondere an meinem Beruf ist, dass er ziemlich abwechslungsreich ist und ich mit vielen unterschiedlichen Materialien und Maschinen zu tun habe. Ich habe mich für die Ausbildung bei Heidelberger entschieden, weil Heidelberger Druckmaschinen weltweit großes Unternehmen ist und ich auch gehört habe, dass die Ausbildung hier sehr qualitativ hochwertig ist. Im dritten Lehrjahr sind das die Kernkompetenzen Labor, Gießtechnik, Messtechnik und Pneumatik. Ich arbeite im dritten Lehrjahr immer noch in der Lehrwerkstatt, bloß bei mir kommt jetzt noch dazu, dass ich auch ab und zu in der Produktion helfen muss und einfach auch die Facharbeiter mit unterstütze, dass ich da auch ein bisschen reinkomme, falls ich mal ausgelernt bin, dass ich da dann gleich mit drin bin. Ich habe mich für die Ausbildung bei Heidelberger entschieden, weil mir das Praktikum sehr viel Spaß gemacht hat. Am meisten Spaß in der Ausbildung macht die Vielfalt im Allgemeinen, dass wir viele verschiedene Sachen machen können, viele verschiedene Werkstoffe haben und das Zusammenarbeiten mit den Studenten.